Es ist weg. Nee, doch hier. Ja, ich seh, wenn du mir darauf zeigst. Wir sind hier bei Voice Kids und proben fürs Grande Finale. In wunderschönen Schutzkabinen. Frei. Fühl dich frei. Der Hunger hat. Was gibt's denn zu essen? Um so dann essen zu können. Was gibt's denn zu essen? Mittagessen 13.30 Uhr. Ach, 13.30 Uhr, yes? Ja. Yeah. Okay, danke. Hast du Essen bekommen? Bitte. Nee. Ohne Essen geht's weiter. Was hast du denn mit? Entscheide mir lieber direkt, Leute. Soll ich dir helfen? Lang ziehen, weil sonst kommt die Band nicht rein. No, she doesn't know what she's missing. No, she doesn't know what she's missing. No, she doesn't know what she's missing. Hast du? Moin. Der erste Tag ist vorbei für die finalen Vorbereitung. Fürs Finale. Für die Vorbereitung des. Der Tag ist vorbei für die Vorbereitung des Finales. Der erste Tag. Wow. Ersten Proben. Morgen geht's weiter. Morgen. Herzlich willkommen in das Finale. And I feel like moon, strong night and I'm lonely, low and behold. And she's walking over to me, this must be fate. Also Vorbereitungssache Nummer 2. Plus Interviews heute. Jetzt geht es in die Maske. Einmal die jugendlichen Pickel wegproduzieren. Und dann Probe auf der Bühne. Ich sehe das erste Mal das Bühne gleich. Vielleicht. Interview fürs. Fürs Finale. Ein Interview fürs Finale. In passender farbiger Kleidung. Robin fürs Finale. Heute das erste Mal die Bühne sehen, wie es ausschauen wird am Sonntag. Oder für euch, wie es aussah gestern. Geil, ne? Super, danke dir. Geht leer aus, ne? Ich brauche einfach Kette. Ja, der hat so braune Lederketten. Das ist nicht so mein Stil. Das muss ja jeder seinen eigenen Geschmack haben. Ja. Ich muss mir meine Brust rasieren. Für meinen Show-Outfit, weil die Brusthaare rausschauen. Und jetzt schaut es mich an. Hier. Oh.
Warte, jetzt. Das ist aber eklig für den Block. Es ist weg. Ne, noch hier. Ja, ich seh, wenn du mir darauf zeigst. Man, I feel like mold. It's prom night and I am lonely, lo and behold. She's walking over to me, this must be fake. My lips starts to shake. Wir sind hier bei der heißen Probe zum Finale von The Voice Kids. Gerade die Band geprobt, jetzt kommen gleich meine anderen beiden, dann kommt eine Probe gemeinsam. Und dann muss es schon reichen, dann ist morgen noch mal eine Generalprobe und dann geht's schon los. Also viel Durchgänge gibt's nicht mehr, zwei noch. Dann ist, muss es stehen. Noch steht's nicht so. Hallo. Hallo. Entschuldigung. Philipp Klemms ist mein Side-Coach bei Voice Kids. Ein Side-Coach berät mich, hilft, gibt Vocal-Coaching mit den Kids, kümmert sich, wenn ich Interviews habe und bleibt es bei den, bleibt er bei den Kids und ist so viel gut Manager für alles. Mein letzter Termin für heute. Beauty Shots fürs Finale. Und für einen Beauty Shot muss man erst Beauty gemacht werden. Eine kleine Zwischensequenz, die wir aufnehmen, die wir immer zwischenschneiden, in den Werbepausen, wo sich das ganze Team Vincent einmal ins Licht dreht und sich quasi mit einer fetten Pose vorstellt. Oh, ich hab mich gerade. Der Handshake der Neuzeit. Hi. Ja, dann müsst ihr zurück sein. Ganz egal, wo ihr seid. Weil es bei uns am schönsten ist, sehen wir uns gleich wieder. Was? Nee, er hat nicht trockene Haut. Hat eine durstige Haut. Trockene Haut ist was anderes. Ein bisschen Glas Wasser ins Gesicht. Leute, vierter Tag hier bei Voice Kids. Heute ist der letzte Tag vor dem großen Finale. Das heißt, wir machen jetzt gleich die Generalprobe, einmal einen kompletten Durchlauf. Und hoffen dann, dass morgen alles gut läuft. Aber wenn eine Generalprobe schief läuft, wird es ja meistens in der Live-Show dann gut. Wurde mir früher immer gesagt, hat nie geholfen. Aber ich sage das jetzt einfach mal und geht das weiter. Die Talents sind, ey, heute fand ich die Talents richtig gut. Gestern war noch ein bisschen Nervosität mit am Start. Heute waren die echt alle sehr sicher. Und ja, das wird super. Ich glaube, jetzt in der Generalprobe wird es auch nochmal mega und nochmal eine Steigerung. Und dann haben sie nochmal einen ganzen Abend und einen Morgen, das nochmal zu üben und zu proben und zu verinnerlichen. Und dann wird es morgen echt mega. Es wird ein gutes, sehr, sehr schönes Finale. So, ihr Lieben, wir müssen ein bisschen Gas geben. Ja, ihr seht es selber, wir sind ein bisschen schon zuvor mit einer Stunde. Das Wichtigste an allem ist, dass ihr irgendwie Spaß habt. Ne? Habt keine Angst davor, seid nicht aufgeregt, also leichter gesagt als getan. Aber habt einfach Spaß, ganz egal was passiert, ganz egal was für eine Entscheidung kommt. Voice Kids Finale ist schon mal das Fetteste, was man schaffen kann. Von daher, seid stolz auf euch, habt Freude, grinst nach einem Auftritt
Seid glücklich, dass ihr den Auftritt gemacht habt und nicht mit euch irgendwie selbst unzufrieden oder so, sondern habt einfach Spaß, habt Bock. Zeigt den Leuten da draußen. Es werden sehr, sehr, sehr viele Menschen zuschauen. Daran dürft ihr nicht denken. Es werden sehr viele Menschen zuschauen. Daran dürft ihr nicht denken. Und ihr habt das mega gemacht, mega gesteigert vor allem. Ich meine, wie wir angefangen haben, ey, du hast am Anfang gar nicht gesungen, jetzt singst du auf einmal hier ganze Hooks. Ihr beide singt auch mit und wollt unbedingt auch singen. Riesensteigerung, selbstbewusster geworden alle. Ihr steht auf der Bühne, als wenn ihr jetzt nichts anderes macht. Und genau das zeigen wollte den ganzen Leuten da draußen. Also gebt Gas, scheißegal wie die Entscheidung dann wird. Und freut euch für die anderen, freut euch für euch. Freut euch für eure Eltern. Nein, freut euch am meisten über das, was ihr geschafft habt. Und Dankeschön, ey. Danke fürs Kommen in Team Vincent. Oder fürs Müssen in Team Vincent sein. ganz viel Spaß im Finale, Leute. Ihr rockt das. Ich möchte eigentlich keinen Alkohol mehr trinken. Das ist einfach die schwerste Aufgabe in meinem Leben. Oh, es gibt Tegernseher. Okay, wir saufen heute. Jetzt lass mal euch, du. Nein, nein, viel Spaß, ey. Genießt das. Ihr seid, ja, ich glaub, ihr seid die geilsten. Ihr seid im Finale von Voice Kids. Heute ist live, ne? Also nichts Peinliches machen. Oder genau jetzt Peinliches machen. Oder macht das. Ja. Weil es wird nicht rausgeschnitten. Oder gute Sachen sagen. Oder ihr sagt was euch schon immer so wichtig war, dass ihr es den Leuten draußen sagen wollt. Ja. Dann muss das auch raus. Sag ich immer. Und es schauen ganz viele Leute zu. Also nur mal kurz so. Hört doch mal auf, so einen Druck zu machen. Okay. Ich habe von Alvo schon gehört, ihr seid so ein bisschen die Ladymans hier. Das ist so ein bisschen. Hä? Auf die Frauen hier abfahren? Ja. Hat Alvo erzählt? Ja. Show geht los, letzte Vorbereitung. Alle kriegen noch mal Wasser. Alle sind aufgeregt. Aber es wird eine geile Live-Show. Also ganz viel Spaß. Und bis gleich. Das Finale! Jetzt warten wir auf die Entscheidung. Jetzt kurze Werbepause und dann geht's weiter. Aber es war, bis hierhin war es alles geil. Also war super. Macht so Spaß, ey, denen zuzusehen. Die sind alle echt. Ja, es liegt ja nicht in unserer Hand, aber es ist echt mega. Also 12 unfassbare Talents. Macht einfach Bock. Macht einfach so Bock. Ich würde das gerne noch 8 Stunden weitermachen. Und dann nochmal 8. Und dann nochmal. Das ist mega. Das ist so dumm, weil ich habe so Nasenbluten bekommen. Marc, du hast so angefangen und ich habe da Taschentücher voll Blut aus der Nase. Ich habe mir dann ein ganz kleines Bällchen gemacht und das in die Nase reingeschoben während der Formel. Und dann hatte ich die ganze Zeit so ein Stoffbällchen in der Nase voll Blut. Ich habe oben so ein Nasenzäpfchen, wenn du willst. Achso, das war Voice Kids, das große Finale 2021. Herzlichen Glückwunsch an Egon und vor allem herzlichen Glückwunsch an Team Steff und an Steff, dass sie das erste Mal jetzt endlich so bekam nach Hause. Also, mega. War eine geile Erfahrung, hat sehr viel Spaß gemacht und gerne wieder. Dankeschön. Ich will, dass es wird, wie es mal war.